Erst einmal herzlichen Dank für diesen großartigen Empfang hier. Ich mache keinen Hehl draus. Es ist nicht ganz so gut, was wir im Moment hören und im Moment sehen, wie wir uns das erhofft haben. Gleichwohl sind wir mit einer großartigen und starken Fraktion im Niedersächsischen Landtag vertreten und werden da die uns wichtigen Themen, die eben auch im Landtagswahlkampf für uns entscheidend war, die Bildungspolitik, die Digitalisierungspolitik, all diese Themen, Rechtsstaatspolitik, auch im neuen Niedersächsischen Landtag engagiert als Freie Demokraten vertreten. Wir werden sehen, wie das heute im Laufe des Abends noch weitergeht. Denn es scheint wieder mal ein sehr, sehr spannender Abend in Niedersachsen zu werden. Wir kennen das ja schon von vor 5 Jahren. Insofern bleibt abzuwarten. Der Kampf um den 3. Platz ist längst noch nicht vergeben, sondern der steht noch aus. Und dafür werden wir natürlich weiter hoffen, dass es dann tatsächlich gelingt, hier vor den Grünen und vor der AfD im Niedersächsischen Landtag als starke Kraft vertreten zu sein. Liebe Freunde, im Wahlkampf war uns immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir für Themen antreten. Ich habe die Themen schon genannt, Bildungspolitik als eines der herausragenden Themen. Und wir haben als engagierte Opposition in den letzten 5 Jahren diese Themen aus unserer Sicht, als freidemokratischer Sicht entsprechend vorangebracht. Und wir sehen halt, leider geht das mit dem Ton nicht ganz so gut. Wir sehen eben auch in der neuen Legislaturperiode, dass wir mit diesen Themen eben weiter für uns den Schwerpunkt setzen wollen und dass wir da keine Möglichkeit sehen, hier in einer Ampel diese für uns wichtigen Themen tatsächlich umzusetzen. Und insofern werden wir auch weiterhin auch an diesem Abend dabei bleiben, was wir die ganze Zeit im Wahlkampf gesagt haben, dass wir für eine Ampel als Freie Demokraten in Niedersachsen nicht zur Verfügung stehen. Aber bevor ich jetzt gleich los muss, weil diese ganzen Pressegespräche finden heute ja auf dem Messegelände statt. Und deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt gleich entschwinden muss, um mich dort den kritischen Fragen zu stellen. Bevor ich das aber tue und dann auch danach natürlich gerne wieder hierher komme, um gemeinsam mit euch auch noch zu feiern und ein Bier zu trinken, möchte ich mich aber bedanken. Ich möchte mich bei den Wählerinnen und Wählern bedanken, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich kann Ihnen versichern, das, was wir vor der Wahl gesagt haben, wird auch nach der Wahl Bestand haben. Dieses Vertrauen, damit gehen wir verantwortungsbewusst um. Ich möchte mich bedanken bei allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, weil der Wahlkampf, wie wir ihn in den letzten Wochen geführt haben, als Verlängerung des Bundestagswahlkampfes, war voller Engagement, hat viel, viel Spaß gemacht. Der war wirklich toll und hat mir persönlich Spaß gemacht. Und ich habe überall erlebt, dass wir auf eine großartige Stimmung auch getroffen sind. Und das macht Freude, so macht Politik Spaß. All denen, die hier gekämpft haben und gerade auch den Kandidatinnen und Kandidaten, ein herzliches Dank dafür.